Hey ho, drei Adventskerzen brennen und bereits unser siebtes Video hier bei Ortspedia bezüglich Basketball. Wir schauen kurz auf die Tabelle, da sind die Bucks mit 18 Siegen in Folge weit, weit vorne vor den 76ers, den Heat und den Celtics. Ich glaube, bei diesen vier wird sich auch nicht mehr großartig was ändern, höchstens wenn die Heat irgendwann dann mal einen Einbruch haben werden und die Raptors so weitermachen. Um die hinteren Playoffs-Plätze, Brooklyn, Orlando und witzigerweise Charlotte immer noch dabei, jetzt mit drei Siegen in Folge. Sie spielen auch heute eins von sechs Spielen. Ganz unten heute auch am Start die New York Knicks und die Atlanta Hawks. Sehr, sehr enttäuschend. Wobei hier New York immerhin mit zwei Siegen in Folge. Einmal, ich glaube, gegen Golden State und letzte oder vorletzte Nacht gegen die Sacramento Kings. Die sehen wir heute auch. Die Lakers auch mit fünf Siegen in Folge, zumindest hier fünf grünen Button, sechs insgesamt. Neun Siege in den letzten zehn Spielen. Deutlich mit Abstand erster vor der anderen Mannschaft aus LA, die LA Clippers. Und Dallas, auch wenn sie jetzt zwei der letzten drei Spiele verloren haben, immer noch Dritter vor Denver, Houston, Utah, Sacramento mittlerweile schon auf dem siebten Platz. Achter die Phoenix Suns, immer noch gut im Rennen. Und dahinter die Oklahoma City Thunder. Timberwolves jetzt draußen aus dem Playoff-Picture. Sieben Niederlagen in Folge. Jetzt sind sie ungefähr da, wo man sie wahrscheinlich auch am Ende der Saison sehen wird. So zwischen 10 und 12, denke ich mal. Portland, fünf Siege, fünf Niederlagen in den letzten zehn Spielen, immer noch nicht so richtig auf dem Aufwärtstrend. Hingegen Memphis, auch wenn sie in der Tabelle hinten sind, mit einigen guten Spielen drei der letzten fünf gewonnen und auch das vorletzte Spiel gegen Milwaukee eigentlich drei Viertel lang dominiert oder zumindest in Führung gewesen, aber verloren. Und New Orleans, die sehen wir heute als erstes um 21.30 Uhr im Spiel gegen die Orlando Magic mit 11 Niederlagen in Folge. Bevor ich jetzt auf dieses Spiel gehe, schauen wir noch einmal auf die Zusammenfassung der Tipps. Hier auf YouTube bis der 35 am Wetten platziert, davon 21 richtig, macht 2,22 Einheiten plus und mit einem Yield von 6,28. Vorletzte Woche katastrophal, letzte Woche eine Einheit gewonnen und dann schauen wir mal, was heute wieder passiert. Generell, wer Lust hat auf alle meine Basketball-Tipps, haben wir hier bei Telegram. Einfach mal melden, mit mir Kontakt aufnehmen, dann gebe ich euch ein, zwei unserer Links, wo man sich bei Partnerseiten anmelden kann. Einer ist ja auch LVBet hier auf der Seite und dann ist man da in der Telegram-Gruppe dabei. Sieht man nicht so richtig. Dort auf jeden Fall bisher 54 Wetten gespielt und ein bisschen besser im Plus als bei den YouTube-Tipps mit 5 Einheiten. Aber lang geredet, schauen wir uns gleich die Pelicans gegen die Magic an. Die Quotenverteilung hier sind die Pelicans Favorit mit einer 1,82, bei den Magic Außenseiter 2,15. Nikola Vucevic, der Franchise-Player von den Magic, hat in den letzten Wochen aussetzen müssen. Es gibt die Möglichkeit, dass er heute wieder auflaufen wird. Das ist natürlich dann die Frage, wie fit er ist. Aber auf den Injury Reports bei ESPN und auch ich glaube bei Yahoo ist er als out gelistet. Ich habe aber auch gelesen, dass er eine Game Time Decision sein könnte. Die Frage ist nur, würde er überhaupt einen positiven Impact auf die Magic haben, wenn er noch nicht so bei 100% ist. Dieses Spiel findet zum ersten Mal statt in der Saison. Die haben noch nicht gespielt. Die Magic sind unter die Räder gekommen gegen die Rockets. Eine relativ knappe Niederlage gegen die Lakers und davor auch gegen die Bucks verloren. Also drei Niederlagen in Serie. Allerdings, man sieht es schon in den gegnerischen Namen, gegen drei Top-Teams verloren, wo man jetzt noch nicht unbedingt sagen kann, in welche Richtung geht es hier. Bei den Pelicans kann man aber sagen, obwohl es echt schade ist, dass Zion Williamson ja, mit seinem Meniskusriss da länger ausfällt, es ist eine wirklich katastrophale Saison und sie haben ja trotzdem ein talentiertes Team, wir haben es gerade gesehen, sind hier ganz unten im Westen, 11 Niederlagen in Folge und ich glaube, die werden den Erwartungen nicht gerecht und man hört ja schon, dass Alvin Gentry, der Trainer, in Frage gestellt wird.
Man denkt sich auch, ob JJ Redick eventuell ein Trade-Kandidat ist. Redick ist ja ein Dreierschütze, der jedes NBA-Team, jeden Contender nochmal ein Level hochbringen kann, weil er auch wenig Platz braucht und man immer mal wieder Plays für ihn laufen kann. Er ist ja ein Spieler, der in seiner gesamten Karriere noch nie die Playoffs verpasst hat. Und ich glaube, das wird nur der Fall sein, wenn er getradet wird. Auf jeden Fall, die Pelicans haben relativ gut mitgehalten mit den 76ers, trotzdem verloren und auch die anderen Spiele hier komplett unter die Räder gekommen. Das war doch, glaube ich, sogar hier das letzten Sonntag das Spiel Dallas oder am Samstag, aber zu einer guten Uhrzeit, Dallas gegen New Orleans, da sind sie auch unter die Räder gekommen. Das Positive bei diesem Game, es wird eine Mannschaft sein Losing Streak beenden. Die Quoten haben wir uns gerade angeschaut. Schauen wir einmal Over-Under. Das ist mal jetzt hier schon zu hoch. Bei 219 die Line. Darauf wird auf keinen Fall gesetzt. Und wir gucken uns die Asian Handicaps an. Persönlich denke ich, dass die Magic das bessere Team sind. Gibt ja auch der Record her. Also ist jetzt nicht so eine heftige Vermutung. Die Line ist bei ungefähr 2, okay. Also, wenn man jetzt hier sagt, dass die Magic auf jeden Fall mithalten können, wenn Vucevic spielt und halbwegs fit, dann sind sie sowieso Favorit aus meiner Sicht. Aber eine Magic-Quote plus 3,5, eine 1,7 ist nicht ganz uninteressant. Also, irgendwann müsste ja auch New Orleans mal gewinnen. Aber wir reden halt hier von zwei Teams, die komplett Banane gerade sind. Im Gegensatz dazu die Pacers und die Hornets. Die Pacers, obwohl ihr bester Spieler erst irgendwann nach Weihnachten zurückkommen wird, Victor Oladipo, mit einer tollen Saison soweit, stehen auch im Osten auf einem sehr, sehr soliden 5. bzw. 6. Tabellenplatz. 14 Siege, 5 Niederlagen in den letzten 19 Spielen, also das ist schon ordentlich. 7-3 in den letzten 10, aber auch die Charlotte Hornets mit 6 Siegen und nur 4 Niederlagen. Und wenn wir mal gucken, die Hornets haben in Chicago gewonnen, in Brooklyn, daheim gegen Washington, das ist jetzt nicht so die Kunst, aber ich glaube auch die anderen beiden Siege, die sprechen doch schon für sie. Graham spielt eine bockstarke Saison, 19,5 Punkte, 7,5 Assists. Witzigerweise genauso wie der Top-Neuzugang der Pacers, Malcolm Brogdon. Die sind ungefähr gleich und die haben auch schon mal einmal in der Saison gegeneinander gespielt. Dort haben die Hornets gewonnen und seit dieser Niederlage hat eigentlich Indiana seinen positiven Lauf gestartet und steht jetzt da, wo sie stehen. Die Quotenverteilung ist heftig, eine 1,15 auf die Pacers, eine 7,5 auf Charlotte. Hier könnte man sich echt überlegen, ob man auf Charlotte geht. Einfach nur wegen der Quote mit einem Siebtel oder ein Fünftel Einheiten, was weiß ich. Schauen wir gleich nochmal genauer hin. Hier über 210 Punkte, über 209 Punkte ist eine 1,9. Ich glaube, das kann man auch mal ins Auge nehmen, denn man sieht es jetzt auch in den letzten Spielen, außer in Chicago, ist Charlotte eigentlich immer für viele Punkte gut und jetzt auch in der Verteidigung nicht so stark. Indiana eigentlich so ein bisschen auch als Verteidigungsteam bekannt, hat aber auch viel gescored bzw. einige Punkte kassiert bei den letzten Aufeinandertreffen. Also hier ist das Over 2, über 209 Punkte sehr interessant und da ich die Hornets bei weitem nicht so im Rückstand sehe, wie es die Quote hergibt, schauen wir mal die Handicaps an. Da sind wir bei einem plus 11 auf Charlotte bei einer 1,96. Kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Vielleicht ist jetzt hier noch irgendeiner ausgefallen. Als ich gerade eben die Injury Reports geschaut habe, war klar, PJ Washington und Nicola Batum Day-to-Day bzw. Out. Das können die Jungs aber verkraften. Hatten sie auch in den letzten Wochen. Also, wenn ich hier sehe, dass eine plus 15 bzw. plus 14,5 immer noch eine 1,6 gibt, das ist ja
kann ich mir nicht vorstellen, dass die Pacers erstens so sicher gewinnen und zweitens so hoch. Also alles hier in dem Bereich von minus 11 bis minus 14,5 finde ich super spannend und das halten wir uns doch auch dann nochmal in Gedanken fest für später. Die Hawks haben eine gleiche Quote, 7,3 gegen die Lakers. Wenn man jetzt das Verhältnis nochmal vergleicht, macht die Hornets-Quote noch weniger Sinn. Lakers mit einem Winning-Streak, erster im Westen, klar. Sie haben bereits einmal gegen Atlanta gespielt, daheim 122 zu 101. Also das ist quasi das Rückspiel dieser zwei Partien. Und auch hier gehen wir auf die Handicaps. LA minus 9 hat eine 1,5 und wir sind hier bei 11, also genauso natürlich wie bei dem anderen Spiel bei der 1,91, also ungefähr bei der Line oder 11,5. Könnte man machen, kann man drüber nachdenken. Bisher hat sich LA eigentlich keine Blöße gegeben, wenn es gegen schwächere Teams ging. Und bei weitem kann man jetzt Portland, Utah und Minnesota nicht so schwach wie Atlanta nennen. Auch die Punkteausbeute eigentlich Wahnsinn. Und auch in Miami konnten sie bestehen und Miami die erste Heimniederlage dazu ziehen. Atlanta kassiert schon höllen viel Punkte. Jetzt schauen wir mal, also wenn die Line hier, ich habe es noch nicht vorab geschaut, bei 220 Punkten ist oder so, dann würde ich das auf jeden Fall auch anspielen wollen. 220, okay. 225,5 kann man sich auf jeden Fall auch überlegen, denn hier werden schon viele Punkte fallen. Ich habe gelesen, ich weiß gar nicht wo, dass gerade bei den Spielen in Atlanta mehr Lakers-Fans gefühlt drin sind als Hawks-Fans und dass jetzt, wenn James und Anthony Davis kommen, wird sich das garantiert nicht ändern. Nächstes Spiel, Brooklyn Nets gegen die Philadelphia 76ers. Hier ist das Aufeinandertreffen der beiden Teams, die in den Playoffs letztes Jahr gespielt haben. Joel Embiid, Ben Simmons in Brooklyn. Die letzten Wochen habe ich eigentlich oft gegen Brooklyn getippt, glaube ich, hier bei den YouTube-Tipps. Also zumindest kann ich mich erinnern bei den Spielen gegen Boston, gegen Denver. Ich glaube auch gegen Miami. Miami war erfolgreich, die anderen nicht so. Hier Brooklyn immer noch ohne Kyrie Irving natürlich. Das ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Saison. Jetzt haben sie zwei Spiele in Folge verloren gegen Charlotte und auswärts gegen Toronto. Da haben sie gestern gespielt. Ich glaube, die Anreise von Toronto nach Brooklyn dürfte nur eine Stunde Flug sein oder so. Steckt jetzt nicht in den Knochen. Philadelphia, Heimspiel, die haben es auch nicht wirklich weit nach New Jersey. Die werden da wahrscheinlich auch eher mit dem Bus fahren. Nicht nach New Jersey, nach Brooklyn, Entschuldigung. Also, das heißt, ausgeruht dürften sie sein. Hier würde ich Philadelphia definitiv vorne sehen. Die Over-Under, ja, ist hier schon wieder bei 215, 217. Halten wir mal auch im Hinterkopf und Asian Handicap. Hätten wir Philadelphia minus 5, eine 1,9, das gefällt mir nicht. Hier gefällt mir der reine Sieg tatsächlich am ehesten, den man kombinieren könnte mit einem Sieg, ja, vielleicht der Kings, vielleicht kommen wir dazu später noch. Nächstes Spiel: Denver Nuggets gegen New York Knicks. Die Knicks mit zwei Siegen in Folge, ein kleines Zwischenhoch, aber auch die Kollegen aus Denver haben jetzt einmal gegen Oklahoma gewonnen, dann gegen Portland. Also werden sie doch höchstwahrscheinlich auch jetzt daheim die Knicks abfieseln. Das erste Spiel gab es bereits am 6. Dezember. Da gab es einen haushohen Sieg der Nuggets 129 zu 92. Deshalb auch hier erstmal der Blick auf das Over-Under. Ist ja bei den Nuggets als Defensivteam immer relativ niedrig. Auch hier haben wir eine 205 Punkte, 1,85 Quote. Das wird am Ende auf jeden Fall eingeloggt. Da brauche ich gar nicht weiter schauen. Und hier persönlich auch bei einer 11,5
8,5 bzw. einer 11 die Line, würde ich eher auf New York gehen. Vom Gefühl her, aber auf die Knicks zu tippen bei dem Spiel macht keinen Sinn. Vielleicht nimmt man aber auch hier eine billige Quote von Denver in Kauf und boostet damit die 1,50 mit einer 1,17. Ich glaube, darauf wird es gleich hinauslaufen. Im letzten Spiel spielen die Golden State Warriors gegen die Sacramento Kings. Steve Kerr, er sagt, die Entwicklung seiner Spieler gefällt ihm gut und er glaubt auch, dass das demnächst in einige Siege sich ummünzen wird. Momentan haben sie halt einfach mal den schlechtesten Rekord der Liga. Drei Niederlagen in Folge, jetzt haben sie allerdings einige Heimspiele. Das erste gegen die Kings, die sehe ich als Favorit, nicht nur von den Quoten her, sondern weil sie einen sehr, sehr guten Lauf hatten und die Niederlage gegen die New York Knicks ein guter Wachrüttler sein dürfte. Kleines Selbstlob in der Telegram-Gruppe, tatsächlich die Viererquote auf New York getippt und gewonnen, juhu. Auf jeden Fall, bei dem Spiel hat aber trotzdem New York mehr Glück als Verstand gehabt. Sacramento war, glaube ich, 17 Punkte schon im dritten Viertel vorne und hat dann nachgelassen. Ich glaube, das wird ihnen in Golden State nicht passieren und sie haben das bessere Team. Und eine 1-6-7-Quote würde bedeuten, dass die Line wahrscheinlich so bei 3-4 Punkten ist. Schauen wir uns das einmal an. Sacramento minus 3 ist eine 1,89, eine 1,82 minus 2,5 oder eine 1,06, 3,5. Okay, also hier auf jeden Fall Sieg Sacramento und ich glaube, die 2,5 Punkte werden auch gleich eingeloggt. Zum Thema Golden State fällt mir noch eine Sache ein, weil die haben das letzte Spiel, die New Orleans Pelicans, das erste Spiel. In der NBA gehen ja gerade bei den National TV Games die Quoten deutlich nach unten. Hat vor allem auch mit diesen beiden Teams zu tun vor der Saison. Natürlich der unglaubliche Hype bei Zion Williamson und Golden State Warriors. Was werden sie machen ohne Durant? Wie kommen sie zurück? Wie wird sich D'Angelo Russell integrieren? Das waren große, große Fragen. Und von daher sind auch die TV-Experten von hohen Einschaltquoten ausgegangen. Dass ausgerechnet diese beiden Teams jetzt so mega schlecht sind, damit hat wahrscheinlich keiner rechnen können und dementsprechend schwach sind auch die Quoten, weil wer möchte denn solche Spiele sehen wie beispielsweise Dallas gegen New Orleans, wo die Kollegen aus New Orleans einfach mal mit 40 Punkten abgeschossen werden. Also Russell hat auf jeden Fall bei den letzten Spielen wieder gespielt, aber die Kings sind trotzdem zu schnell zu gut und damit sind wir jetzt auch schon bei der Zusammenfassung der Tipps und die gibt es jetzt gleich. So, nochmal ganz kurz in mich gegangen und nochmal ein, zwei Sachen abgecheckt. Also, erstes Spiel, New Orleans Pelicans gegen Orlando Magic, Hände weg. Mein persönliches Gefühl ist eher auf die Orlando Magic, aber irgendwann muss man Orleans gewinnen und ich möchte nicht auf den Gegner tippen, wenn das passiert. Deshalb keine Wette hier. Indiana Pacers gegen die Charlotte Hornets. Hier habe ich mir zwei Wetten rausgesucht. Ich kann mir vorstellen, dass Charlotte das gewinnt. Würde ich natürlich nicht drauf wetten. Auf was ich aber bei dem Spiel wetten möchte, ist Hornets plus 13,5 Punkte für eine Quote für 1,72 und over 209 Punkte für eine 1,83. Also zwei Wetten und auch wenn euer Buchmacher jetzt sowas nicht hergibt wie die 13,5, dass du dir die Spreads ein bisschen selber raussuchen kannst, auch die offizielle Line von einer 11 auf Hornets hat definitiv Value. Und wer möchte, kann auch mal einen Euro auf Charlotte setzen und schauen, was dann passiert. Atlanta Hawks gegen die Los Angeles Lakers. Hier keine Wette auf das Spielergebnis. Habe jetzt gerade mit mir ein bisschen hin und her gerungen, ob ich das Over von 225 Punkte für eine 1,8 angehen sollte. Und ich glaube einfach, wir machen das. Nicht. Lieber die Hände auch bei dem Spiel weglassen, Hawks gegen Lakers. Dann gibt es eine langweilige Kombi und zwar auf einen einfachen Sieg der Philadelphia 76ers kombiniert mit den Denver Nuggets, gibt zusammen eine 1,75 und ich bin noch bei beiden Teams sehr, sehr, sehr zuversichtlich.
Bei dem Spiel der Denver Nuggets gibt es auch noch die Wette auf Over 204,5 Punkte für eine gute Quote von 1,85. Und die letzte Wette geht auf die Sacramento Kings, minus 2,5, Quote 1,83. Damit waren es die Wetten für heute. Wir haben am Start 2, 3, 4, 5 Wetten und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag, schönen dritten Advent. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann kurz vor Weihnachten, und wer Lust hat auf Kontaktaufnahme via Telegram, Name Chris Castonian. Bis zum nächsten Video morgen mit Fußball, by the way.